Ja, Klaus habe ich als Spieler erleben dürfen und logischerweise jetzt auch als Trainer. Und es ist eine Legende, was er im Gespür entwickelt hat für die Menschen im Stadion und in besonderen Situationen im Spielverlauf für eine Stimmung zu sorgen. Laut, direkt und von der Lunge auf die Zunge, was ich sehr, sehr angenehm finde. Er hat immer was sehr Beruhigendes gehabt und trotzdem auch motivierend. Also er war wirklich immer eine Person, die sehr ausgeglichen hat im Stadion. Und dann hört man so ein ganz leise Auf geht's und dann merkst du schon, ich glaube, früher haben wir dafür sogar hier und da mal zahlen müssen, wenn er das gesagt hat. Mittlerweile gehört es wahrscheinlich zum Standard. Man sagt nicht umsonst, dass der 12. Mann sehr, sehr wichtig ist, gerade für die Mannschaft. Und er war für uns der 12. Mann, ja. Klaus war und ist der Beste, glaube ich, in der ganzen Bundesliga. Zumindest aber der Herzlichste, das steht mal fest. Zu dieser überragenden Fankultur von Mainz 05 hat Klaus Haffner maßgeblich beigetragen. Immer fair, die Mainzer. Immer wunderbar, immer eine Reise wert. Ich komme ja aus der eigenen Jugend von Mainz und er war früher mein Betreuer. Ich glaube mit 16 Jahren. Das war, glaube ich, B-Jugend oder A-Jugend. Und daher kenne ich den Klaus schon ewig. Wir waren in Bologna auf dem Turnier und mit 16 fangen halt, werden die Frauen ein wenig interessant. Und eine Mädchengruppe kam genau nebendran auf dem Turnier, also auch in dem Hotel. Und er hatte ganz schön viel Arbeit mit uns, uns in den Zimmern zu behalten. Er hat uns halt gebändigt und hat uns zur Vernunft gerufen. Aber wie gesagt, er war ja selbst jung und er hat uns schon einen kleinen Lauf gelassen. Klaus, irgendwann 2005 im Container des Nachwuchsleistungszentrums. Ja. Da kam Klaus vorbei auf den Kaffee und hat mir dann die Geschichte erzählt, dass er auch mal Geschäftsführer oder Geschäftsstellenleiter, Nachwuchs und was auch immer war. Hätte ich auch nicht erwartet, dass damals, als ich zu Mainz 05 gekommen bin, dass der Stadionsprecher irgendwann mal im Nachwuchs angefangen hat. Ja. Und da stehen wir zwei Süßen da, Arm in Arm. Und ich wollte losrennen im Schatten des Doms, aber es kam das Halbplayback von den Hofsängern mit so einem Tag so wunderschön wie heute. Und dann haben wir zwei halt mal laut schmetternd so einen Tag wie heute gesungen und haben es aber auch genossen. Ja. Ich meine, den Text kannten wir Gott sei Dank. Ob am Bruchweg die schlechten Zeiten, dann die mehrere Aufstiege, die wir gehabt haben. Alles drum und dran und wenn man sieht, wie er manchmal wirklich versucht hat, gerade die Haupttribüne aufzupeitschen, ja, unsere Fans sind ja grandios sowieso, aber da war er wirklich mit Leidenschaft immer dabei. Er spielt keine Rolle, wenn er auf dieses Rasenviereck geht und vorm Spiel das Programm leitet. Er ist Klaus Haffner, er ist so, wie er ist und das ist die große Stärke. Er hat ja auch ein paar Schicksalsschläge gehabt, auch gesundheitlich. Aber er steht halt immer wieder auf und lässt sich nicht unterkriegen. Wenn im Stadion was schief läuft, also was weiß ich, wenn er gemerkt hat, dass unsere Fans die Gegner irgendwie auspfeifen, das hat er nie wirklich gemocht oder auch bei Pyro-Diskussionen, da war er dann schon mal etwas emotionaler. Die Erfahrung, wie er auch mit brenzligen Situationen und mit Stress bei den Fans umgehen kann, ne? Ich glaube, das macht ihm kein anderer mehr in Deutschland vor, weil er einfach eine unglaubliche Erfahrung hat. Klar ist er, tut ja alles, um unser Team zu unterstützen, dass wir am Ende dann als Gewinner hervorgehen, aber das ist alles, wie soll ich sagen, schon geprägt von diesem Gedanken des Fair Play. Und das ist außergewöhnlich. Wenn er, das ist
mir auch in der Politik aufgefallen, auch intern in der Diskussion dann etwas hitziger wird, ist es sich auch nicht zu schade, mal Entschuldigung zu sagen. Man kann ernste Gespräche mit ihm reden, aber man kann aber auch viel, viel Spaß mit ihm haben. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus. Und Mainz wird einen tollen Stadionsprecher verlieren, aber ich glaube, seine Stimme wird, ob am Bruchweg oder im neuen Stadion, immer hallen. Ich glaube, diesen Samstag dann rauszugehen, und natürlich wird er Rotz und Wasser flennen, wenn die Fans ihn feiern, und sie werden ihn feiern, um Gottes Willen, selbstverständlich, und auch zu Recht. Aber danach zu Hause zu sitzen samstags und, boah, gut, er wird als Zuschauer da sein, aber es ist immer was anderes. Also du beendest ja wirklich einen Teil deines Lebens, und ich glaube, das ist in Rente gehen. Ja, der wird bei uns im Stadion sitzen, weil er von uns ganz, ganz sicher eingeladen wird zur nächsten, zur übernächsten und zur übernächsten, überübernächsten Saison. So, lieber Klaus, du gehst jetzt in Ruhestand. Ich wünsche dir erstmal sehr, sehr, sehr viel Gesundheit. Das brauchst du auch. Ich wünsche dir für deinen Ruhestand alles, alles Gute. Ruhe heißt ja, du sollst erstmal zur Ruhe kommen. Und zwei, du sollst trotzdem noch ein Standing haben. Das heißt, werte dein Leben einfach anders. Nimm es, komm samstags ins Stadion, genieß es mal, dass deine Bockliste oder der Kasper machen muss und nicht du. Dass du zwischendrin, das wünsche ich dir wirklich, auch immer wieder Ruhe findest, um mit deiner Lebensgefährtin die Dinge zu tun, die du außerhalb des Sports gerne machst und des Fußballs gerne machst. Und dafür wirst du Gott sei Dank jetzt auch ein bisschen mehr Zeit haben. Bleib vor allem gesund und fit. Und das will ich die nächsten paar Jahre, wenigstens wenn wir uns privat sehen, nochmal zusammen ein Bierchen trinken können. Also, Klaus, in diesem Sinne alles Gute. Und ich werde nie vergessen, wie du mich immer angekündigt hast. Und mit der Nummer 8, Guido Schäfer. Ich heiße Guido, du Ranzbirner. Gruß aus Leipzig. Mein lieber Klaus, für deinen Ruhestand als Stadionsprecher wünsche ich dir, dass ich weiterhin so viel und so laut von dir höre, wie ich es kann. Mainz werde ich nie vergessen. Deine Stimme wird ständig im Stadion klingen, auch ohne dich. Und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Hau rein, mein Lieber. Und danke für die vielen, vielen Jahre, die du wirklich dieses Stadion echt gerockt hast. Das kommt mir kaum über die Lippen für deinen Ruhestand als Stadionsprecher. Wünsche ich dir alle 14 Tage bei unseren Heimspielen, dass du ja, relativ weit vorne sitzt und vielleicht auch mal so richtig loslegen kannst und chimpen kannst, das, was du dir die ganzen Jahre eben nicht leisten konntest. Dieses großartig für die Mainzer Fünf-Familie, was er für den Verein, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe er das gemacht hat. Und deswegen wünsche ich ihm das Allerbeste und freue mich jetzt auf Samstag auf das letzte Spiel mit ihm.